setzen. Wenig Freundlichkeiten, etwa beim Thema Klimapolitik. Da sehen wir, was das Problem ist. Sie beide sagen jetzt, wir machen einfach weiter wie bisher. Wir machen nur ein bisschen Planungsbeschleunigung und dann werden wir das schon in den Griff bekommen. Sie legen der Industrie Fesseln an um die Füße und sagen, dann lauf mal schneller. Mehr Steuern sollen Spitzenverdiener zahlen. Da sind sich Grün und Rot einig gegen die Union. 30 Milliarden Euro Steuersenkung stehen im Wahlprogramm von CDU, CSU für diese Bevölkerungsgruppe. Das finde ich nicht richtig. Nach 400 Milliarden Euro, die wir an Krediten für den Bund aufgenommen haben. Da bin ich bei Herrn Scholz. Wir müssen an dieser Stelle den Soli, den Sie für die Spitzenverdiener abschaffen wollen, diese 10 Milliarden nutzen, um Kinder endlich aus der Armut zu holen. Steuererhöhungsideen seien töricht, kontert Laschet. Steuersenkungen umschifft er. Wunschkoalitionspartner FDP ist am Tag danach unschlüssig, was davon zu halten ist. Ich habe wahrgenommen, dass Herr Laschet das Steuerthema wieder stärker in den Blick nimmt. Aber die Union bleibt durch diese widersprüchlichen Äußerungen vage. Es ist nicht klar, wofür sie steht. Grundsätzlich sei man sich aber nah, heißt es von den Liberalen. Die Gräben zu SPD und Grünen tiefer. Im Triell bleibt es kontrovers, wenn es um Koalitionen geht. Laschet greift vor allem Scholz an, weil der ein Bündnis mit der Linken nicht kategorisch ausschließt. Sie können nicht jetzt spielen wie Angela Merkel und reden wie Saskia Esken. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Dinge, die Sie hier gerade vorgetragen haben, die Linke teilt. Es muss ein klares Bekenntnis geben zur NATO, zur transatlantischen Zusammenarbeit. Es muss ein klares Bekenntnis geben zu einer starken, souveränen Europäischen Union. Das könnte es schwierig machen. Die Linke ist in Sachen NATO gespalten. Die Parteispitze hofft aber weiter auf Rot-Rot-Grün. Insofern auch von meiner Seite das Unverständnis, warum SPD und Grüne sich jetzt verschanzen, ohne zu sehen, welche Chancen wir als Dreierbündnis haben. Welche Bündnisse nach der Wahl tatsächlich möglich und machbar sind, kann das erste von insgesamt drei Fernsehtriellen nicht beantworten. Die SPD zeigt rote Linien Richtung Linke auf und bei Grünen und Union scheinen die Unterschiede, insbesondere bei der Klimapolitik, eigentlich unüberbrückbar. Über Kompromisse will man mitten im Wahlkampf nicht reden, aber am Ende kann keiner alleine regieren.